Leon erfährt, dass Jack Krauser, sein ehemaliger Mentor, an Ashleys Entführung beteiligt war. Krauser tötet Louis ohne jeden Skrubel, verschwindet dann spurlos, verwirrt und wütend macht sich Leon auf. Herzlich willkommen. Wie versprochen, ich bin hier, genau an dieser Stelle. Weiter geht's. Ashley, ich darf keine Zeit verlieren. Hier ist ein Haufen Meer. Was macht denn das Meer hier? Cool. Zeit für ein Bad. Klippenspringer bin ich nicht, sonst wäre ich mal runtergelüpft. So, gehen wir mal und spielen Liftboy. Nach Venedig. Bisschen Boot fahren. Rohstoffe. Klingt komisch hier. Richtigen Hieb aus der Pulle. Habe ich überhaupt alles schon aufgeladen wieder? Ich habe hier keinen Schuss. Wir haben hier aber MP-Munition. Ups, wollte ich doch nochmal schauen. Untersuchen. Vollautomatisches Gewehr. Wir brauchen Gewehrmunition. Und das vollautomatisch. Und wenn man nur kurz drückt, kann man auch nur einen Schuss abgeben, denke ich. Akkurates Schießen 2,3. Da können wir vielleicht das hier raushauen. Ich muss sowas schauen. Sorry Leute, das muss ich jetzt. Hier gibt's Zubehör. Zielfernrohr. Jetzt schauen wir einfach mal. Tatsache. Na, da können wir die. Riot oder was es ist. Also die Stingray können wir dann raushauen. Die hat 94, das können wir bei dem Sturmgewehr bestimmt auch so hochtunen. Notiz der Haushalterin. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulcarcito zu nennen pflegte, rief er dies in seinen Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Vitriol, das ist Schwefelsäure. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte,
während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgt mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter und dieser Kult verstand schnell, dass sein gestundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden! Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plage zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich so bemühte, für ihn für immer zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich meinen Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht und Buße euch gegenüber. Tja, der Salazar wurde von Anfang an versaut. Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Warum ist hier noch ein Boot? Tatsache. Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Also, gar nicht groß rumgeschnackt. Abflug. Suchst du was? Die ist so knibbelhart. Kapitel beendet. Stürzer Burg. 82,5. Dreimal gestorben. 13 Mal Schaden. 82,5. Ah, okay. Passt. Klar, speichern wir mal. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich bin heute nicht flatterig drauf. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Aber so ein bisschen hilft sie uns ja. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Ciao, Hübscher. Immer das Gleiche. Kapitel 13. Wo geht's denn lang? Ashley hinterhergehen. Da muss es lang gehen. Das sieht ja sehr einladend aus. Oh, wir können es anschauen. Ashley, da bist du. Und Krauser. Gibt's noch was hier? Was ist das für eine fetzende Bunkeranlage? Irgendeine Fabrik.
Oh. Geschütztürme. Tja, da müssen wir wohl lang. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen. So was. Also die Menge Leben habe ich ja nicht mehr. Können wir das Ding entladen? Ich würde gern mal... Wir müssen hier das Zielfernrohr wieder ranmachen. Weil in der anderen Knispel habe ich keine Mumbeln. Das sieht mich nicht. Hier kommen wir nicht durch. Was? Jetzt kommen wir da durch. Aber ich möchte erstmal hier hinter schauen. Das ist hier. Ach so, genau. Von hier kommen wir. Gehen mal erstmal hier weiter. Und schauen, was wir hier so finden. Ein Händler, das ist gut. Da ist was Neues, Reiter. Willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Haben wir was zum Verkaufen? Ich kaufe fast alles. Lippenrouge. Besten Dank. Na dann, was komm, jederzeit wieder. Was mache ich mit dem Gewehr? Gehen wir das Risiko ein. Ich speichere erstmal und dann sehen wir es ja. Da kann ich zur Not nochmal davor anfangen. Nehmen wir Kapitel 12 Standard. So. Du hast den Geruch des Kappel kommen. Ich hab was Neues für dich. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wäre, wie du Warte meinst. Mal. Ich muss erstmal das... aus... Zubehör. Ich mach mal hier das Zielfernrohr drauf, Alter. Nicht, dass wir das mit verscherbeln. Willkommen! Stingray. Immer noch 265.000. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Die Stärke ist natürlich geringer. Probier mal, ob's passt. So, wir schauen mal weiter. Messer brauchen wir nicht. Die tun wir wieder herstellen. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Die könnte man natürlich auch noch ein bisschen verbessern. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr?
Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Wir haben 8 von wie diesen... Bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Wir nehmen mal die Schatzkarte. Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wer es findet, darf's behalten. Meine Meinung. Hat er vielleicht noch Erste-Hilfe-Spray? Besser zu gut vorbereitet. Was hab ich recht? Der? Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Oh, eine Koffererweiterung. Ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Angenehme Reise. Und jetzt schaue ich erstmal. Wir haben die Mumbeln mitverkauft. Das ist doch zum Kotzen. Wir können nichts herstellen. Also MP-Munition. Aber die MP-Munition geht hier nicht. Und warum ist mein Messer so schwach? Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Wenn du auch nur den Hauch an... Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Wir brauchen Schießpulver. Da muss ich gerade runter, da ist ein Schatz. Wahrscheinlich. Ups, stopp, stopp, was ist denn? Was ist das? So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir, glaube ich, was herstellen. Nee, immer noch nicht. Gewehrmunition, da fehlt uns noch ein bisschen Schießpulver. Was war denn das hier unten? Das kann ich doch anschauen. Jetzt. MD, CC, XLI, vertrieben von den kriegerischen Gottlosen, finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald, ein Leben in Sühne. Die Insel unser Fegefeuer, doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hester Settler. Also M ist 1000, das sind 500 und 2x 100 ist 1700 und... LI weiß ich nicht, also irgendwann 1700. Gab's hier oben noch was? Oder bin ich mal wieder ordentlich verpeilt? Da kommen wir nicht rüber. Es geht nur unten weiter. Hier waren wir schon. Also geht's. Ne, hier haben wir nur den Händler. Also müssen wir hier vorn weiter. Da haben die mir die Gewehrmunition mit abgenommen. Das ist ja zum Kotzen. Oh, 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 oh. Wie... bekomme ich den? Ich denke mal, hier ist vielleicht Sneaken angesagt. Da ist eine Truhe mit einem Schatz. Hier kommen wir nicht weiter. Wo ist der, Hörni?
Ach, das war's schon. Das war's jetzt schon mit Sneaken. Leck mich da am Arsch. Aber wenigstens können wir jetzt mal, auch gut, Welt, probieren, ob wir mit dem Dings hinkommen. Kommt ihr auch zum Händler? Des einen Knarre, des anderen Leidfremde. Herstellen. Gewehrmunition. Jetzt haben wir 7 Schuss. Tatsache. Wie viel? Ach nee, komm, das andere Zielfernrohr brauchen wir nicht. So, wir haben sie natürlich schon aufgescheucht. Jo, aber die zieht auch ordentlich. Und gleich den... Och, das, wie viel sind denn das? Einer hässlicher als der andere. Komm schon. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Oh. Einer weniger. Kommt, den Stier nacken hier. Müsst ihr doch irgendwie wegmachen. Weg ist er. Lego Mio. Der kommt wieder hier raus. Oh. Och Mensch, nur noch solche hier. Ich habe keine Mummel mehr. Au wei. Also, wir geht auch nicht. Oh oh. Jetzt haben wir Scheiße gebaut, ey. Ich habe noch ein paar Schrotmummeln. Tragatesto, uah. Da kommt noch jemand. Oh, Scheiße. Zumindest Pistolenmuni. Kann man den hier irgendwie wegdrehen? Nee, da komme ich nicht ran. Von der anderen Seite höchstwahrscheinlich. Schießpulver. Pistole geht. Wenigstens was. Leben habe ich auch nicht mehr so sehr viel. Oi, oi, oi. Können wir die ausschießen?
Das geht. Cool. Ich brauche Mummeln, Leute. So, wir kommen jetzt weiter. Und ein Armreif. Wir machen die Dinger einfach mal aus. Oh, da war doch rotes Kraut. Da könnten wir aber auch schön noch ein bisschen grünes gebrauchen. Tja, was? Ach so, oh Mann. Jetzt kommen wir hier rein. Und hier kommen wir auch rein. Kann man die einfach wegschießen? Ich hoffe mal ja. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch hoch. Schauen wir mal. Na, das kann ganz schön haarig werden hier. Da kommen wir nicht rein. Das wird übel bewacht. Hier oben waren wir schon, oder? Jo. Wir müssen weiter. Aber kommen wir auch nicht rein. Leute, gib mir bloß ein bisschen paar Mummeln. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Hinten rum. Geht das? Jo, das geht. Hier haben wir doch ihn weggeknallt. Der hat nichts getroppt. Die Mistsau. Doch, hier liegt was. Nö. Oh, oh.
weiter durch diese einladenden Gänge. Ups. Nee, nicht euer Badali. Der lebt noch. Ich höre ihn doch. Nee. Puh. Ich muss echt vorsichtig machen. Nee, 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 nee. So, der Zahn ist raus. Dafür hast du jetzt ein paar Tentakeln im Schädel. Aufpassen mit den, mit diesen Holzbrücken, da bin ich schon mal eingebrochen. Ah, da haben wir wieder einen. Erstmal den Helm davon gesohlt. Jetzt kriegt er vor einen nackten Schädel. Kipp schon ab, Loser. Da oben geht's weiter. Hier nicht. Von da kommen wir, also es. Ich muss hier weiter. Da habe ich noch Handgranaten. Eine. Was hat er mit Nosales? Oh. Können wir den eventuell messern? Ich guck erstmal hier weiter. Geht nicht. Jo, hau man einfach mal. Hat er mich gesehen? Hau man einfach mal gegen den Nosales. Jo. Irgendeinen Schatz vergessen. Hier, aber da kommen wir wahrscheinlich später hin. Ich habe Gewehrmunition, ich fasse es nicht. Kommen wir rein. Opfer des Messers? Natürlich. Da oben stehen sie rum. Also mache ich erstmal die hier platt.
Peter! Peter! Da kommen wir nicht durch. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Gelbes Kraut. Das kann man schon mal kombinieren. Ich hoffe, da kommt noch ein grünes dazu. Oh, das sind jedes Mal zwei Schuss. Da muss ich aber aufpassen. Oh, gute Welt. Und dafür würde ich nur ganz knapp mal drücken. Sorry. Echt jetzt? Oh, oh. Leck mich am Arsch, ey. Mein Gewehr ist schon wieder leer. Da muss ich wirklich drauf achten. Nur ganz kurz. Sobald man da so lang zielt wie mit dem Halbautomat, sind zwei Schuss weg. So, wo geht's denn hier weiter? Da ist der Nächste. Oh, er hat mich gesehen. Puh, ach, die Red Nine, das ist doch wirklich meine beste Freundin. Oh, wir kommen hier weiter. Aha. Ich habe leider keine Blendgranate mehr. Uah, drei Schuss mit der Schrotflinte. Das ist gemein, ey.
Pistolenmuni. Na Gott sei Dank finde ich wenigstens die. Soll ich wirklich hier rein? Mal ein bisschen verschissen, ein bisschen leben. Und ich habe wieder Gewehrmunition. Zur Not können wir die halbautomatische zurückkaufen. Kommen wir hier hoch? Ich glaube nicht. Nope. Ich hätte ja auch unter schießen können, dann wären sie abgefackelt, die Kultbrüder. Und jetzt ist er wirklich hier rein. Ich überlege gerade. Okay. 10x, 6x Gewehr könnte noch was gehen. Pistole. Wie viel Pistolenmuni habe ich auch nicht mehr? So sehr viel. Die ist mir im Moment bald mehr wert, die Pistole. Geht noch was? Gewehrmunition geht auch. 7 Schuss. Schauen wir mal nachladen. Und gehen in die Höhle des Löwens. Hat er gesagt, wir sollen nicht ins Wespennest stechen, also machen wir das doch mal. Vielleicht können wir da ein, zwei schleichend um die Ecke bringen. Ja, das sieht eher nicht so aus. Oh, hat der einen Raketenwerfer davor. Eine Panzerfalle. Halten Sie Ashley hier fest? Ich schaue mir das auch erstmal von unten an. Vielleicht können wir eine große Handgranate reinhauen. Die kommt gar nicht hierher. Wir müssen mit Sicherheit da drunter und nicht hier lang. Oh oh. Das ist ja Wahnsinn. Wo soll ich denn hier noch hin? Da ist ein Schatz, deshalb. So, ich hau von hier mal so eine große Handgranate rein. Vielleicht erwischen wir sie alle drei mit einem Mal. Stehen die wieder auf? Nope. Er war doch gar nicht so schlecht, die Idee.
Puh. Aber irgendeiner lebt noch. Ah, hat er Tentakeln? Ich glaube bald ja. Nope. Hat er nicht. Schießpulver hat er. Kriegen wir den Raketenwerfer jetzt? Nope. Ich höre was. Ich höre einen Revoluzer. Wo ist der Sack? Ich habe ihn. 12 von 16. Und hier ist der Schatz. Wieder eine elegante Krone. Da müssen wir einsetzen, bis die Schwarte kracht, oder? Oh, 1, 2, 3 eckige. Und 1, 2 runde. Na, die Runden können wir schon mal. Nehmen wir einfach mal unterschiedliche. Ich habe überall 4. Und ein eckigen. So, das Ding ist jetzt schon 44.000 wert. Na, Wahnsinn. Das hat sich gelohnt hier unten. Und hier kommen wir aber auch rein, oder? Oh, oh. Da gehen wir lieber von oben rein. Das ist das Gleiche, oder? Was ist besser? Hier oder unten? Hier ist eine Sprengladung. In die renne ich auch gern mal rein, wie ihr schon mehrfach gesehen habt. Komm, wir probieren es hier unten. Aber hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich bin ja ein bisschen bescheuert. Guckt euch mal dieses riesen Metalltor an, als ob Leon das aufschieben könnte. Jojo, sind wir wieder ein bisschen verpeilt. Oh, oh. Erstmal hoch. Das ist auch nicht gut. Kriegst gleich ein paar vor den Nosales. Noch einer ohne Ticket. Mensch, wenn die noch nicht so viel Mumbeln fressen würden. Der Tasche ist nichts. Rein gar nichts. Mann, das Spiel lässt mich mumbeltechnisch verhungern. Schatz ist noch hier, aber nicht auf dieser Etage. Wir gucken mal, was passiert denn. Wir haben eine Tür geöffnet. Hier passen wir durch. Vielleicht können wir sie als Sprengfalle nehmen.
jetzt sind wir nur wieder hier. Aber ich kann mal kurz speichern. Das ist gut. Puh. Na, hier zum Ballsaal. Gehen wir mal da ganz runter. Jo, das letzte ist es. Hier gibt es noch mehr Sprengladung. Von hier komme ich. Jetzt haben wir hier unten die... Ups. Ein Seidenkristall. Sorry Leute, dass es ein bisschen zu langsam geht, aber... Die Umstände erlauben kein schnelleres Vorgehen. Keine Mumpeln. Kein Leben. Da habe ich es gewusst. Rohstoffe. Hier gab es nichts. Wir müssen unten durch die Tür. Ups. Flintenmuni. Na klasse. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Da war aber nichts. So, mach mal nicht so einen Krach. Hallo, der Weihnachtsmann ist da. Der klingt nicht gut. Ashley! Ashley! Komm schon, wach auf! Fuck! Halt durch. Ashley befreien. Karte aktualisiert. Schau mal an. Da liegt sie. Da ist auch ein Schatz. Aber es klingt nicht sehr freundlich hier. Und ich muss springen. Jetzt wissen wir auch warum. Da gehen immer zwei drauf. Oh, genosse Büffelkopf. Zum Ochsen. noch ein in Südpol nachgewaschen. Hervorragend. Ein Seidenkristall. Oh, hier brauchen wir sicherlich irgendeine Codekarte. Brauch eine Karte. Hier kommen wir nur mit Ashley durch. Puh. Keine Mumpeln. Ich bin eine arme Sau. Hier kommen wir hier weiter, oder? Oh, hier sieht so gut aus. Ach nee, von der anderen Seite. Hat keinen Zweck. Hier kommen wir auch hoch. Hier war noch was. Auch nicht. Wir müssen nach oben. Na, das ist aber... Das sieht aus wie im Elektrizitätswerk in Djibouti.
geht's höchstwahrscheinlich weiter, aber hier in so einer Kiste. Also das Gewehr ist schon wieder leer. Es sieht wirklich fast so aus, als sollte ich meinen Halbautomat wieder zurücknehmen. Junge, drei Schuss mit der Shotgun sind die hartleibig. Haben einen vor der Gasmaske gehauen. Der hat irgendwas wieder Nusales wieder. Nagi Nusales, ja, ja. Ich breche euch die Nusales. Wir müssen messern. Sonst steht er wieder auf. Der Saft des Sackes. Oder der Sack des Saftes. Ein Saftsack. Also hier gehen immer gleich zwei Schuss raus. Vergiss es, ich möchte meinen Halbautomaten wieder. Da komme ich nicht rein. Also müssen wir hier rechts weiter. Hier ist ein Kühlschrank, oder? Können wir nicht lesen, was hier steht. Kein Auftrag. Kammerjäger soll man also nicht spielen. Seidenkristalle hagelt's jetzt. Oh, leck mich am Arsch. Was treibst du dich im Ofen rum, du Penner? Heiße Nacht. Forellenbarsch. Leben ist noch voll. Ach, wir haben einen Händler. Na, guck an. Wusste dir nicht, was gut ist? Ja, ich hol mir gleich. Was ist ein braunes Hühnerei? Ich glaube, hier gibt es ein Achievement. Man kann das irgendjemand an den Kopf werfen. Können wir hier irgendwas einsetzen? Nee. Den brauchen wir nicht mehr und den kleinen brauchen wir auch nicht mehr. Ah, den haben wir verschwendet. Das können wir verkaufen. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Raus, raus. Den können wir raushauen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Das bringt 233 und ich muss auch mal schauen, was kostet meine Stingray? 30.000? Ach, dann will ich die wohl wieder.
oder dein Leben. Tunen. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Der Killer ist nicht schlecht, aber ich verkaufe jetzt das Ding. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Da raus, raus. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Besten Dank. So, wir verkaufen das Ding wieder. Das ist ja abartig. Mumbelgrab. Fremder. Oh, dafür bekommst kaufen. Du ein hübsches Sümmchen. Oh. Wieder kaufen, meine Stingray her. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich hoffe mal, ich habe das Zielfernrohr nicht mitverkauft. Ich hab nur... Komm, jederzeit... Das geht mir auf den Sack. Zubehör. Och, es ist noch da. Jetzt kann man auch tun. Willkommen. Reparieren nicht nötig. Deine Waffen sind in guten Händen. Kleinigkeit. So. Mal schauen, wie weit wir kommen. Hier, wie du es haben wolltest. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Das können wir noch machen. Hat der Schießpulver. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Die Koffererweiterung. Jetzt brauchen wir sie ja eigentlich nicht mehr. Alles? Tauschen. Brauchen wir das? Ich habe eh nur 7. Wie bitte? Nur 3. Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Angenehme Reise. So, mein Freund, mehr ist ja nicht. Was deine Scheiß Schreibmaschine. Ashley hinterhergehen. Und jetzt habe ich die wieder. Ach, die war viel besser als dieses scheiß Sturmgewehr. Für ein Sturmgewehr könnte man eventuell noch einen Granataufsatz bekommen oder sowas. Ich weiß es nicht. So. Wo geht's denn weiter? Jo, hier kommen wir dann aber schon nochmal hin, denke ich. Aber wir müssen hier trotzdem weiter, weil wir brauchen die Schlüsselkarte. Oh oh. Hier brauchen wir auch eine Schlüsselkarte. Hier sind zwei solche kultischen Symbole. Was ist denn das für eine Unordnung hier, dass hier überhaupt noch jemand rumrennt? Es war nur die Lampe, die den Krach macht, oder? Ist es ein Rundgang? Tja. Ach, ins Gefrierhaus kommen wir hier. Da ist ein Schatz. Da brauchen wir aber auch eine scheiß Karte. Jo. Aber die hatte nur ein Symbol. Du klingst gesund, Junge. Scheiß Gänsehaut vorherrschend jetzt bei mir. Das.
geht gar nichts. Bestimmt irgendein Scheißrätsel. Hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen zu der Muschi hier rein. Was war denn das für einer? Kommt mal hier, gibt's was in den Schränken? Nope. Ich zieh einfach mal. Da fehlt der Strom. Das Power Control. Freezer hier. Ich höre einen Schatz. Oh nein, das ist nur diese Schweine. Leuchtstoffröhre. Labornotiz. Herrn Dr. Ernesto Munoz Reyes, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat den Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Verwaltung Trakt 1. Aha, wir können Karten umschreiben, aber da brauche ich erstmal eine Karte. Gemein, wollen die mich verarschen hier mit den Klängen? Ups. Jetzt haben wir Dissektion offen. Also kommen wir hier weiter jetzt. Oder komme ich von hier? Ach du Scheiße. Jetzt ist hier das an. Was ist das jetzt? Wo sind wir denn hin? Sezierstation. Hier müssen wir durch. Oh Gott, das wird ein beschissenes Rätsel. AD auswählen. Power. Wir müssen zweimal Power herstellen. Nee. So eventuell. Jetzt gehen wir mal einen weiter in die Mitte. Nee, das passt nicht. Weil ich komme von außen nicht rein. Ich muss das außen anders drehen. Glaub ihr so, denn so kommen wir nach innen. Das kann eine Weile dauern. Wenn es zu lang dauert, schneide ich einfach ein bisschen was raus. Links unten und in der Mitte brauchen wir. Ach, jetzt passt's doch.
habe doch zweimal für zwei Power jetzt. Bestätigen. Jo, geht. Ging. Das ist gar nicht so einfach. Da gehen einem nämlich die Augen über. Was ist das für einer? Grauenhaft. Wo sind wir hier? Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Das ist dieser Schweineparasit, der die so stark werden lässt. Asylbericht, Analysebericht, Regenerator. Es ist soweit, ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Ich hab der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot, ich hab alles unter Kontrolle. Datum ohne Datum, also das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Es hat gespeichert. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Schlüsselkarte Stufe 1. Und die müssen wir jetzt doch umprogrammieren. Auf Stufe 3. Boah! Scheiße, was bist denn du? Ey, leck mich am Arsch, was ist das? Was ab hier? Der steht immer wieder auf. Da leuchtet was. Mensch, ich bin doch schon wieder drunter. Wie komme ich denn weg hier? Sonst macht er mich alle. Der lebt immer wieder. Jetzt haben wir ihn wenigstens mal erwischt. Wo ist denn der verwundet, verwundbar, der Affe? Ach du Scheiße. Verfolgt er mich weiter? Nein, nicht in die Sackgasse. Auwei, auwei, ich bin der Katz. Ich möchte nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Wir können den nicht umbringen. Biosensorisches. Wir brauchen biosensorisches Fernglas. Zielfernrohr. Oh, komm, komm, komm. Barsch wird nicht reichen. Au, wei. Ich weiß nicht, wo ich mich vor dem verstecken kann.
dachte also schon, ich dachte, sie kriegt die Tür zu. Wo war denn der andere Hebel? Vielleicht kann man aussperren. Oh Gott. Doch am Arsch. Das ist so ein Regenerator. Ach du Scheiße, macht der mich jetzt satt. Ich habe keine Chance, ich weiß nicht, wie ich den hinrichten soll. Ja! Geh mir nicht auf den Sack, du Sackgesicht. Jetzt geht's hier rein. Oh, ist er schon wieder da. Das Beste ist wirklich, man messert ihn. Oh, leck mich, was war denn das? Ich bin geplättet. Leck mich am Arsch. Ich brauche eine Pause. Ein Goldbarren habe ich dafür bekommen. Na, hervorragend. Ich hätte lieber ein bisschen ein paar Mumbeln bekommen. Du Scheiße. Das war's mit Herstellen. Eventuell nochmal... Pistole. Du Scheiße. Alles jetzt mal gespeichert. Wenn hier noch so einer kommt, drehe ich durch. Leck mich am Ärmel. Sind wir? Hier ist was. Also nach unten und dann links. Jetzt geht's andere. Jetzt ist der Freezer wieder offen. Wir haben die mit einem. Warum tust du dir nicht was Gutes? Ja, ja, mein Freund. Wenn ich nur wüsste, wo ich hin muss. Hier ist nirgendwo mehr was zu finden. Sieh dich um. Ah, der Schießpulver. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, gar nichts. Du bist eine arme Sauhändler. Ist das die mit einem? Nope, die hat zwei. Aber wir waren doch schon mit der... an der Tür, wo nur ein so ein Kultistenzeichen war. Wo ist das? Jetzt hier Gefrierhaus. Hier hinter müssen wir... Ach, na, da ist... Ashley. Ich muss genau hier lang, da kommen wir aber nicht hin. Umdreh nach unten und hier Versorgung. Hier müssen wir hin. Also andere Seite.
hier lang. Tatsache, hier könnte sie passen. Oh Gott. Hier rechts gibt es einen Schatz. Aber hier gibt es auch jede Menge Gefriergut. Oh nein, nicht doch noch so ein Ding. Das ist abartig. Da brauchen wir zwei. Schießpulver. Besser als nichts. Noch so ein Schweinerätsel. Jetzt waren wir fünfmal Power. Och, leck mich doch am Arsch. Ich habe schon eine Stunde 22 aufgenommen. So, jetzt geht's erstmal dahin. Ist eventuell so richtig. Jetzt haben wir zweimal an. Das passt nicht. Dreimal. Jetzt brauchen wir in der Mitte noch. Die zweimal. Vierer haben wir an. Oh Gott. Fünf. Und jetzt mal rüber. Na leck mich. Das geht doch leichter als gedacht. Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Ei. Was ist das? LE5. Jetzt. Das ist wohl eine MP. Die untersuchen wir mal. Mittelgroße Maschinenpistole, genau. Verschiedene Zielfernrohre. Na, die ist doch gar nicht so schlecht, gut, da ich noch Mumpeln habe. Jetzt weiter hier. Wir haben die Keycard überschrieben. Jetzt kommen wir in die 2. Oh nein, nicht doch. Ach, nicht schon wieder so ein Fetto Kloppu hier. Mist, noch einer? Ach Gott. Ab hier. Komm schon, warum dauert das so lange? Kommt er hier rein? Nur freilich. Oh, da hat er was. Wo hatte der die Scheiße? Gib's doch nicht! Ich möchte hier nicht verrecken, Mann! Geht der mir auf Senkel? Sollen wir sie gleich mal probieren? Wir brauchen biosensorisches Fernglas, Zielfernrohr, hat er gesagt.
Bist du schon auf der 4, oder? Wir haben irgendwas getroffen. Nicht doch! Oh, 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 oh. Ich muss ganz dringend irgendwas zur Gesundheit nehmen. Ein Fisch. Und ein Ei. Mehr wird nicht. Und wie kann ich nachladen? Das ging halbwegs. Hat er seine verwundbaren Stellen. Fett. Ah, die sind ja hart. Das ist ja schlimmer als Verdugo. Und jetzt bin ich komplett nackt. So, wir haben hier überschrieben. Jetzt kommen wir. Aber wir müssen unsere Schlüsselkarte noch nehmen. Na, Gott sei Dank war ich nochmal hier. Also Leute, ich bin geplättet und es speichert nicht. Wo war denn hier der Händler? Da gehen wir jetzt hin. Jetzt hat's gespeichert. So Leute. Wir haben jetzt schon eine Stunde 28 aufgenommen. Und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ciao, ciao und bye, bye.